Hier sind wir beim ersten Posten vom Kneippweg. Das ist das Wassertreten. Wir haben das Geländer und dann können wir einfach drum umlaufen und gehen wie ein Storch einfach Beine rauslöpfen aus dem Wasser. Wir lüpfen die Beine, dass die Füße an die Luft kommen. Dann gibt es noch einen zweiten Reiz. Der erste Reiz ist im Wasser und wenn man nachher an die kühle Luft kommt mit dem nassen Bein, gibt es noch einen zweiten Reiz und tut die Wirkung verstärken. Und kann man die auch daheim kneipen oder muss man für das extra Schwarzsee fahren? Nein, es wäre besser, man mich daheim viel und nicht nur einmal im Jahr am Schwarzsee. Nein, man kann einen Kübel mit Wasser nehmen, zum Beispiel, oder im Garten aussen, dort drinnen wie ein Storch laufen. Oder man kann in der Badwanne das Becken mit Wasser herstellen. Es ist sehr gut am Abend, wenn man einschlafen, wenn man vorher noch heute zum kalten Wasser laufen. Das hilft zum Einschlafen.